Ich bin doch nicht Rocky. Ja, Rocky ist schon. Also jetzt unterstellst du mir schwer Sachen, jetzt wäre ich ziemlich salty deswegen. Der hat dich auch gebissen. Hundi, raschel mal den Sack. Nein, Alter! Moment. Ja, so ekliger Schornbein. Nicht den Sack. Schau, wir gucken auch andere kleine Kinder zu. Er ist eine Katze. Bin jetzt wie Babymaße. Andere kleine Kinder zu. Ja, was denkt ihr schon wieder von Hunti? Als Katze hat man doch nur einen Sack, wo man sich meistens selber drin versteckt. Damit man das lassen werden kann. Ich glaube, das waren die Marios Anzug, Mario Bros. 3. Ja, find ich auch. Ist ganz deiner Meinung. Wie heißen die? Die Tanukis. Ja genau, die können das. Die können sich in ihren eigenen Sack verstecken. Das ist wahr. Die tragen dem auch gerne über den Kopf. Mhm. Haben dann einen Degensack. Also ich habe mal so einen Kinderfilm geguckt. So einen Cartoon. Kennt ihr das? Kennt ihr vielleicht sogar auch. Es gab doch immer bei Super RTL das Cartoon-Special. Da haben sie sich Säcke über den Kopf geschüttelt. Ja, ihre eigenen. Und ja, das Perverse. Ich hab mal so einen Kinderfilm geguckt. Einer hat seinen Sack so weit gedehnt, bis es zu einem Schiff wurde und dann ist sie weggesegelt durch die Luft. Das kenn ich. Das waren doch so drei kleine Babys. Das ist mit dem Kontrabass. Also ich wollte gerade sagen, ja geil, und die kennt das, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, ich bin mir ziemlich sicher. Sind die da irgendwie durch die in so einem Bettchen geflogen? Das kann sein. Geflogen. Weil das sind Ultra-Babys oder was? Alter, was? Wir unterhalten uns gerade über Tiere, die sich den Sack über den Kopf stülpen. Ja, ist wichtig. Ja, das weiß ich, aber ich bin ja mit ihnen. Ja, das sind die. Ultra-Babys oder was? Ich weiß nicht, wie er auf Babys kommt, gebe ich zu. Und aber es kann sein, dass sie am Anfang Babys waren. War da auch dieses Wolkengesicht, das geblasen hat? Was? Kann alles sein, ich weiß nicht mehr so viel von. Da waren Füchse und die haben sich als Menschen getarnt, weggetötet werden. Und die Tanukis haben das nicht gemacht, weil die dumm sind. Und dann haben die mit ihren Säcken gespielt und sind da rumgehüpft. Mhm. Okay. Sie haben sich ein Blatt auf den Kopf gelegt und haben sich verwandelt. Manche konnten ohne, aber mit war cooler. Das hört sich sehr interessant an. Mars ist erlegt. Hm. Ja klar, Alter, Tanukis. Nein, Goldini. Auf die Sackgröße Goldini. Kommt es an. Ja. Der Eisige Sack konnte es so weit dehnen, bis ein ganzes Schiff drauf wurde. Ja, und je größer der Sack, desto besser kannst du dich untertan. Man kann sogar wie aus so einem Ballon drauf hüpfen. Nicht Ballon, wie heißt das? Guck mal, der kennt den Film. Marci hat sich stumm geschaltet, das ist zu viel perversen Talk für ihn. Aber das war ein Kinderfilm, das ist eben im Nachhinein sind Kinderfilme und Märchen ganz schön abgefuckt. Marci ist eine Kindershow, der hat gerade ganz viele Kinder live zuschauen und darum muss er das jetzt stumm schalten, weil sonst hören die das. Die finden das aber auch geil, oder? Sonst hören die das stöhnen. Mhm. I see. Das finde ich jetzt aber echt fies. Jetzt ist langweilig ohne Marci. Reden wir über andere Dinge. Hundi, was kennst du denn für komische Kinderserien, die du mal geguckt hast? Ich habe halt nie wirklich Kinderserien geguckt. Ja gut, mit deinen Eltern, die haben mich wahrscheinlich einfach nur immer verprügelt. Wo weißt du das? Boah, weiß nicht, nach der Fenstergeschichte ist mir so einiges klar geworden. Ach, das ist wieder ein Insider. Ich mag Insider. Ja, aber... Geht auf Schundler-Server, Link in der Beschreibung, wahrscheinlich bei jedem von uns, dann findet ihr neue Insider, die Spaß machen. Richtig. Wobei das dann, wie ich dieses Projekt kenne, Jahre später ist. Ja. Geil, Insider leben ein Leben lang. Nein, Gigatrain! Zum Beispiel ein aktueller Insider. Schon wer hat eine Tretmine entschärft. Für alle war der Held und dann ist er die nächste getreten und explodiert. Ich bin in meine eigene getreten. Die ich wieder das nicht stimmt. Er hat eine entschärft, hat die dann wieder gelegt und dachte sich, was ist das? Und dann war schon wer überall. Die war aber gut versteckt. Ach, dieser dumme alte Sack. Ja, echt. Ey, schon wer hat es dir nicht gefallen, nur weil du alt bist und ein Sack. Wieso muss ich die Serien in einer bestimmten Reihenfolge machen, wenn da eine so nah ist? Okay. Muss man die in der Reihenfolge machen? Ja, aber auch im Spiel so. Du musst erst. Ja, jeder geht an seinen eigenen See. Tusnelda Popovic geht nämlich an den See an der Heimatstadt. Der Hässliche geht an den Eissee und du gehst an den anderen. Okay.
Ich muss also Lake Valor muss ich. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das ist zwischen Kampfarena Stadt und Wasserarena Stadt. Über dem Strand Dinger. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr nicht so okay, nicht. Ja, ich sehe es auf der Map. Wobei die 4. Gen war halt für mich so die erste Gen. Ich habe sie nie gespielt. Die erste und zweite gespielt als Kind, aber so richtig krass, so ein richtig geiler Ficker wurde ich erst mit Diamant. So ein richtig geiler Ficker wurde ich nie. Das ist wahr. Also Marcy hat meine Fähigkeiten gestohlen und für sich selber benutzt. Ach, der Mittelfinger kam von dir? Ich dachte, du hast nur den Mittelkralle. Ja, er hat es halt verändert, damit es nicht auffällt. So wie du, wenn du Hausaufgaben abschreibst, das so ein bisschen anders formulierst. Es sei denn, du bist doof im Kopf. Ja, aber Marcy ist nicht doof. Ja, das ist wahr. Ich muss ja zugeben, ich war eigentlich immer der die Hausaufgaben gemacht hat, aber im letzten Schuljahr hat sich das ein bisschen gedreht. Gut, wir waren sehr sozial in der Klasse tatsächlich. Manchmal haben die Hausaufgabe gemacht und uns gegeben, oder wir andersrum. Das ging schon gut. Außer Mathe, da habe ich es nie gemacht, weil ich habe es halt nicht verstanden. Und Physik habe ich es nicht verstanden, das gebe ich zu. Physik ist scheiße. Ich habe es immer nur 5 Minuten Pause gemacht. Ich habe halt du nicht gemacht. Willst du auch eine Ausbildung und so? Nein, da kriegen wir ja da eigentlich keinen. Ja, also wir kriegen manchmal schon. Aber dann denke ich mir, was ein Arschlochlehrer, wir müssen noch arbeiten, ja? Da habe ich keine Zeit, das mache ich nicht. Ja, aber gut, aber du kennst ja Lehrer. Das macht halt auch niemand. Wenn du irgendwie 5 Arbeiten in der Woche schreibst, kommt ein Lehrer, ja, mein Fach ist aber wichtiger, ihr macht jetzt 5 Jahre Hausaufgaben. Oder ja, sie sagen alle, hey, in dieser Woche schieben alle die Prüfung hinter und tun wir es in die andere Woche. Dann machen das alle Lehrer und es kommt das Gleiche raus. Wenn er von Prüfungen redet, meint er übrigens Klassenarbeiten. Klassenarbeiten, ja. Und die ist Schweizer, die reden hochgestochen. Ja, und die erstechen auch immer alle. Weil die mögen Lanzen. Vlad, der Fehler, war übrigens ursprünglich Schweizer. Was? Stimmt, diese komische... Aber er mochte Krieg, deswegen konnte er halt kein Schweizer bleiben. Da hat er sein eigenes Land da gemacht. Von dem keiner weiß, dass es wirklich existiert, aber wo Fate Apocrypha drin spielt. Sein Schloss. Und dann hat er Leute erstochen. Sein Schloss gefällt. Ist in der Schweiz, oder? Ja, also früher war Transsilvanien, gehörte zur Schweiz, aber dann hat Vlad gesagt, hey, ich will Krieg machen, aber ich bin Schweizer, ich will euch ja nicht in Verlegenheit bringen, andere Schweizer, ich nehme einfach dieses Stück und bin so ein krasser Kriegmongo. Nee. Nice. Ich finde das eine ziemlich beeindruckende Entstehungsgeschichte. Ja, ich weiß, ich bin einfach geschichtlich sehr versiert. Solange es nicht eine Geschichte ist, die man mich abfragen kann. Wer hat da seinen hässlichen Schnurrbart bekommen? Das ist so passiert, der hat sich ja immer gepfählt. Meistens von vorne so durch den Bauch und dann hingen die so krass und dann hat er das Gesicht gesehen. Einen hat er mal von hinten gepfählt, durchs Arschloch. Das hat ihn dann gewundert, dass es so leicht ging, aber das Arschloch war halt schon vorgedehnt. Und dann ging der Speer halt durch die Schnauze und hat einem anderen den Bart abgerissen und der ist dann durch einen leichten Windhauch auf sein Gesicht gekommen. Ja, und das war so klebrig, oder was? Ja klar, da war überall Blut an dem Speer. Ich mag Tom das, wenn er erzählt. Sonst nicht. Zum Glück erzähle ich quasi immer Scheiße. Oh Mann. Aber mir sind so viele Dotschöpfer mit dem Laufen. Das macht ja, das mag und die gar nicht. Gingers? So wie Biker Pulse Fanboy. Oh. Oder Biker Fairview. Ach, ja. Fairview. Oder. Oh. Biker Chuanwan. Chuanwan? Chuanwan meine ich. Ist das jetzt schon wer aus Asien? Oder Mahatma Chuanwan? Ich bin Chuanwan. Mein Name ist Chuanwan. Warum haben die ja alle so komische Namen? Das sind alles Zauberer. Oh. Ja, aber so geht's. Dumbledore. Nein, Dumbledore war ein Hexer. Der hatte doch seinen Hexerschlag. Stimmt, und der hat das Schwert. Ja, der hatte auch das gleiche Moveset von dem Falcon Punch. Falco! Habe ich mich noch rechtzeitig muten können oder hat's explodiert? Was? Ich weiß, ich habe meine Nase. Ich hab nur so ein komisches. Mann, du hast dich gemutet. Aber weniger Gläser gehört. Hast du es dieses Mal beim ersten Mal geschafft, dich zu muten? Und entmuten! Ich bin stolz auf dich! Holy Nein, habe ich nicht. Oh. Okay. Achso, du hast schon vor einer halben Stunde gemerkt, scheiße, ich muss niesen. Warum geht das nicht?
Das wird echt so. Alter, Hundi wäre auch der, der drauf steht. Ich habe jetzt einmal, drauf gedückt, hat nicht gemutet. Jetzt hat sie es gemutet. Manchmal geht das bis vier Mal. Bei dir hört man es auch immer, wenn ich mich mute. Wie hat man es gehört? Einmal kurz. Hört man das bei mir? Ja. Ja, ein kleines Krrk. So ein kleines Krrk. Ja, aber wenig Krrk, sondern. So, jetzt bin ich in Haar. Ski! Oh, das ist noch so weit weg, Mama. Ja, dann tanz. Tanzbär. Hundi, nutz deine einzige Fähigkeit, in der du gut bist. Tanz! Dann mach mir ein GIF. Niemals. Schwein. Mehr. Schoner ist ein Schwein, der ist am Daten. Oh. Schoner ist einfach schon weiter in der Entwicklung. Ich bin evolutioniert. Finde ich auch. Schoner ist nicht mehr einfach ein Schwein, der ist schon zum Braten aufgestiegen. Voll geil. Hey, Mars ist wieder da. Ja, Kenny! Kenny! Regenny! Grüßen! Ein Pipi ab. Oh. Ah, hier gibt's auch du. Aber ja. Hier ist die Membership, das ist super gay. Ekelhaft. Alter. Wieso hab ich jetzt Bäuerchen schon mehr? Ja, weil wir gerade einen 5% XP-Bonus haben und darum ist es dir zu schnell. Echt, haben wir 5%? Achso, übrigens, wenn da dran steht, Charmander's Girlfriend Bulbasaur have a 5% chance to be a clone, dann ist das eine Anspielung auf den ersten Film, wo die diese hässlichen Tarnstreifen haben. Hast du den ersten Pokémon-Film mal gesehen? Nein, ich habe nur den mit Zudark gesehen. Aber der erste ist tatsächlich gut. Ja, ich habe gehört, der dritte soll der beste sein. Die ersten drei. War der dritte das mit den Inkognito? Ja, und dem anderen. Ja, der ist nicht schlecht, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Der erste ist der beste und danach geht's immer so eine. Ja, dann geht's Spirale runter bis zum vierten und dann machst du richtig krasse Arschbombe. Richtig. Wie machst du? Ja, der macht Smart Strike heißt auf Deutsch Schmalhorn. Was? Ja, auf Englisch heißt's Smart Marcy Strike. Niemand kann das sein. Kann das irgendwas aus meinem Team gerade lernen? Nein. Ja. Gen 4 wird einfach komplett ausgelassen. Hoffentlich. Miese Wichser. Das schon wie ein Dotschopf, Gottverdammt. Ariados kann's, lol. Ich kann Ariados eine Stahlattacke beibringen. Dann tu's. Kann nicht, weil Ariados, ne? Ich kann Ariados eine Stahlattacke beibringen. Mach es. Kann ich nicht. Ja, kann ich jetzt noch nicht, du miese Hure. Mal gleich beleidigen. Ja, echt, ey. Du bist nicht ein unangenehmer Zeitgenosse. Wenn Terminus mich beleidigt, bin ich beleidigt. Ich weiß nur, dass schon wer seine Berufung sehr ernst nimmt. Wo bin ich? Wir sind Sklaventreiber. Das stimmt. Ja. Wettmaße weiß ich wieder nicht, von was er redet und sagt einfach irgendetwas, damit er was gesagt hat, weil wir sonst wieder sagen, dass er nichts sagen muss. Ich rede am besten auch nochmal, dann kann man doch gar nichts mehr verstehen. Und das finde ich nämlich auch, weil gestern. Wenn man dann da ist, ja, aber nee. Ja, drei Blüten, dann nehmen wir eine zwei. Ich finde es voll krass, weil die Roten sind ja voll bevorzugt und die Blauen, die sind wieder voll am Arsch. Obwohl, hier sind drei Dreier. Und dann, als es so richtig warm war, dachte ich, ich sagen, im Norden sind die Blauen alle voll am Arsch. Und da ist dann die Ruhe! Wieso ist Hundi weg? Meine Fresse. Hallo. Ah, Hundi ist wieder da. Wie ist er weggegangen? Ich hab Hundi rausgeschrien. Weil mir zu viele Marsis gedatet haben. War das. Marsi, sei still. Nein, nimm, nein, nein, tu das nicht. Red weiter. Ich hab fast einen Fehler gemacht. Scheiße, es ist zu spät. Dann müssen wir jetzt hin nach der Arena. Genau das gleiche, was ich Hundi gesagt habe. Der war aber nicht da. In die Bücherei. Ganz oben, da müsste wahrscheinlich der Professor oder so drin sein. Keine Angst, du musst keine Bücher lesen. Zum Glück. Ist nur da. Du ja, musst sie nur auswendig können. Oh nein. Doch, was das ist so. Alter, das war das Schlimmste, Gedichte auswendig lernen. Warum? Ich komm da nicht rein. Ja, ich meine, warum will das Spiel, dass man die Gedichte auswendig lernt? So. Ja, das Spiel auch, aber trotzdem, weißt du, was ich meine? Marcy Face. Sag mir den Erlkönig auf. Was? Erlkönig.
Ja, was gut, Hundi muss das lernen, der ist Schweizer. Ich muss es wirklich lernen. Okay, ja, da hat mal jemand mit einer Armbrust seinem Sohn den Apfel vom Kopf geballert. Ich war jetzt bei der Bücherei. Ja, aber erst beim zweiten Versuch. Ja, beim ersten ging es ins Auge. Hat halt einen neuen Sohn gebraucht. Wo muss ich jetzt hin? Zu den Zehen. Hast du das Spiel nicht gesehen? Aber beim zweiten Mal hat der Sohn auch nicht mehr so gezielt. Bei den Zehen? Die Sehen. Welche Zehen? See! Marzi, mach die Wasser. Karte auf. Marzi, siehst du die Karte? Ja, ich fahre jetzt mit dem Schiff dahin. Was? Was? Zu den See. Was bist du? Bullshit! Drauf? Mit dem Schiff kommst du zur Eiseninsel. Ja. Weißt du was? Lass mir mal die Insel erkunden. Ich gehe einfach mit ihm, wenn ich hier rede. So Eisdingens hin, ne? Nein. Ja, nee, dann haben wir nur gesagt. Ja, warum nicht sagt ihr mir das denn gleich? Marci, du musst jetzt zu dem See zwischen Kampfarena-Stadt und Wasserarena-Stadt. Warst du in der Bibliothek? Zu den nächsten Arena, ja. Nein! Willst du dich verarschen? Nein! Anscheinend ja. Marci, die Kraft aus dem Inneren! Du musst jetzt, du kannst nicht zum nächsten Arena-Leiter, weil da musst du durch den Berg. Du musst erst zu dem See. Nein, nicht zu dem Eissee. Ach, du meinst zu dem See, wo... Ja, jetzt weiß ich es. Ah, wenn der jetzt zu dem See in der Anfangsstadt geht, dann prügel ich ihn nieder. Oh. Ja gut, das ist ja nicht so schlimm, das ist direkt den Samen. Nein. Nein, ich weiß den See. Das ist der Wasser-Arena-Leiter und zwischen den Kampf-Arena-Leiter. Da gibt es doch dieses Team Galactic-Dings. Fuck! Ja, der See, wo Team Galactic ist. Ja, ich weiß, wo du meinst. Ruhe jetzt. Ja, wie kannst du ihm nur helfen, du Opfer? Ich hab ihm schon wieder geholfen, ich hab schon wieder getan. Nein, hast du nicht. Du hast keine Ahnung. Weißt du, wir nehmen mit Hund die auf und ich hasse ihn trotzdem nicht am schlimmsten. Wen hast du denn am schlimmsten? Ja, ich weiß nicht. Aber wie komm ich zu dem See hin? Ich bin jetzt in der Valor Lake Front. Wo ist der Valor Lake? Ja, du musst da entlang und irgendwo ist da links der Eingang. Knapp über der komischen Stadt, die auf der Karte nicht eingezeichnet ist. Ja, ich hab's gerade gefunden. Das ist ein Scherz. Kannst du auf Marci warten? Als wenn er auf mich wartet, ich bitte dich. Ja, das soll ich aber nicht aufhören. Ich frag trotzdem. Das sind ganz viele Kappa-Dor. Nice 3 Terminals. Jetzt würde Hundi das machen, dann würde er nicht mal weiterkommen. Ja, ich weiß, ich wollte ihm schon vorschlagen. Kannst du dir ja derweil einen Bart wachsen lassen, so ein Dumbledore-Bart. Oder zwei, die Zeit hast. Marci, jetzt nimm das nicht so ernst. Ich hab nur einen Scherz gemacht. Du machst nie Scherze. Sag ich doch nicht. Ich wusste, er nimmt's ernst. Schon wär doch nicht. Schon wär sowieso der Ernst in Person. Man nennt ihn auch Ernesto. Ja. Genau. Und das ist kein Scherz, er hat ja gesagt. Und Schummel macht keine Scherze. Ja. Schummel macht nie Scherze. Ich rede jetzt mit der alten Oma und die sagt jetzt: Since you in Celestic Town! Ich hab's. Ein Toxic Quark! Das ist Toxic Quark! 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 Hast du gerade dieses geile australische Schnalzen gemacht? Möglich. Was? Kennst du das nicht? Nein. Wie? Hast du nie 3 Fragezeichen und lustiger Affe der Leute verprügelt gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Echt nicht? Nö. Was habe ich verprügelt gesehen? Die 3 Fragezeichen und die Geisterinsel. Herausgestellt hat sich, auf der Insel ist kein Geist, das war nur ein Affe in einem Kostüm, der Leute verprügelt. Nice. Ja. Ja. Ich kann nur noch das Intro von den Hörspielen. Das war ziemlich schön. Die 3 Fragezeichen. Jonas, Peter Schau und schon wer. Schon wer ist schon älter, muss man wissen. Ja. Richtig. Der ist der Älteste und danach kommt Marci. Ja. Mhm. Bin ich älter als du? Nein. Ja, aber auch gleichzeitig jünger. Ich bin 21. Ja, weiß nicht. Du bist 21? Und 1. Ja, immer noch. Ja, bin ich jetzt. Die sind alle immer so überrascht, wenn ich das sage. Oh. Ja, aber du bist zügig. Ja, ich dachte, du wärst erst 20. Ja, hab ich ja, das war ich letztes Jahr. Ja, aber. Was? Hä? Du wirst einfach von einem zum anderen Jahr älter? Nein, das ja, ich bin Magier. Oh, schon wieder meine Baum ist ja schon. Er ist 21 schon. Wenn ja. Du die Zukunft deist. Die Zukunft? Bist du dann immer noch in deinem Alter oder in einem anderen Alter? In einem anderen Alter. Ich bin dann immer noch alt. Aber nicht so aber alt. Aber alles ist verkrummt. Das ist Codrecht.